Also, ich habe mich vor 14 Monaten, das war im Oktober, mit Covid infiziert und habe dann ein, zwei Tage Fieber gehabt, bisschen Brennen im Körper und eigentlich nach 14 Tagen Quarantäne bin ich ganz normal wieder in die Arbeit und raus. Und 2 Wochen später war ich in der Sauna und da hat es dann bei mir angefangen, dass ich aus der Sauna kam und ich hatte plötzlich im ganzen Körper ein Brennen und ab da hat es eigentlich angefangen mit lauter bunten Symptomen. Also von Panik über Schmerzen, Verdauung, Schwindel, Konzentration. Also die Liste ist lang, die sich da dann so an Symptomen gezeigt hat. Was ich alles gemacht habe, oh, ich habe viel gemacht tatsächlich. Ich habe angefangen, die Ernährung umzustellen. Ich habe supplementiert, was man alles so empfohlen kriegt mit Vitamin D und Co. und tralala. Ich habe Atemtraining, aber ein bisschen anderes gemacht. Dieses herzfokussierte Atmen habe ich geübt. Ich habe mit Qigong angefangen. Ich habe Yoga gemacht. Also ich habe sehr viel gemacht im letzten Jahr tatsächlich. Ja. Ja, also ich bin jetzt eine Woche hier und ich muss sagen, dass sich innerhalb von einer Woche schon so viel verändert hat, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Da bin ich auch total glücklich drüber. Ich bin wirklich am Montag angereist und ich hatte vor allen Dingen, ja, wenn ich zu viel rede, das mache ich gern, das Gefühl von, ich kriege keine Luft, wenn ich die Treppen hochgehe, wenn ich mich körperlich betätige, dass ich immer so das Gefühl habe von, ich ersticke und ich muss wirklich extrem nach Luft ringen. Und habe hier ganz, ganz viele wertvolle Tipps gekriegt die letzten 5 Tage. Und heute ist jetzt Freitag und ich fahre nach Hause und habe ein super Gefühl. Und die Kurzatmigkeit war die ganze Woche eigentlich so gut wie gar nicht da.